Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Du bist aktuell noch am Überlegen, ob du die Altenpflegeausbildung absolvieren sollst oder nicht. Ich habe 7 starke Gründe, die für die Altenpflegeausbildung sprechen und welche dir schlussendlich bei deiner Entscheidung auch helfen sollen. Los geht's! Grund Nummer 1. Stets Kontakt zu Menschen. Falls du also der Typ sein solltest, der nicht so kommunikativ ist und einen eher kleinen Freundesbekanntenkreis hat, kannst du natürlich dies als optimale Chance nutzen, denn während deiner Ausbildung wirst du extrem viele neue Kontakte knüpfen, da kommst du definitiv nicht dran vorbei, du wirst also förmlich gezwungen, ja, stets in Kontakt mit Menschen zu sein, egal ob in der Theorie, in der Schule oder halt natürlich in der Praxis oder die Außenpraktikas. Also du wirst Unmengen an neuen Leuten kennenlernen, die vielleicht auch ja, zu deinem Freundeskreis anschließend zählen werden. Also das kannst du natürlich auf jeden Fall nutzen und da würde die Ausbildung auf jeden Fall enorm weiterhelfen. Und falls du sowieso ein eher kontaktfreudiger Mensch, so wie ich bist, dann kannst du die Ausbildung in vollen Zügen genießen. Ja, also auch wieder, egal ob Theorie oder Praxis, du wirst immer in Kontakt mit Menschen sein, egal ob bei deinen Bewohnern, beim Pflegepersonal. Du wirst stetig neue Kontakte kennenlernen. Also egal, ob du kontaktfreudig bist oder eher noch nicht, das wirst du durch die Ausbildung definitiv erlernen, auch im Rahmen des multiprofessionellen Teams. Egal ob Arzt, Physiotherapeuten und was alles mit dazugehört, also du wirst da nicht drum herum kommen. Von daher, das ist ein sehr wertvoller Grund, immer in Kontakt mit Menschen zu sein, auch in der heutigen Zeit, in dieser digitalen Welt, wie man so schön sagt, ja, Sprache geht teils verloren, das ist natürlich auch wieder schade und gerade in dem Beruf ist das definitiv nicht der Fall, auch wenn die Digitalisierung auch dort voranschreitet, aber du wirst immer in Kontakt mit Menschen sein, von daher richtig guter Grund. Grund Nummer 2 ist die enorme Wissensaneignung. Ich sage immer, wir Altenpfleger sind zwar keine Ärzte, aber ich denke schon, dass wir ein relativ gutes Wissen im medizinischen Bereich natürlich auch vermittelt bekommen, aber mir geht es um das Ganzheitliche, ja. Also du profitierst von dieser Ausbildung sowas von, das ist gigantisch. Damit habe ich auch gar nicht gerechnet, dass es so einen umfangreichen Wissenspool mit sich bringt, ja. Da geht es über Ernährung, Pflege natürlich, Medizin, Psychologie. Es gibt so viele Lernbereiche bzw. Lernfelder. Also das ist unglaublich, was du da Neues erlernen wirst und dir aneignen wirst. Musst du ja sowieso während der Ausbildung. Schließlich willst du ja auch das Examen dann schaffen. Also du wirst deinen eigenen Horizont enorm erweitern. Du wirst auf anspruchsvolle und herausfordernde Aufgaben stoßen. Also ich finde das extrem erstaunlich, gerade wenn man sich die ganzen Lernfelder bzw. Lernbereiche dieser Pflegeausbildung anschaut, das ist schon echt ordentlich. Was natürlich positiv ist, ja, und was man natürlich sehr begrüßen kann. Also Daumen hoch für diese enorme Wissensaneignung. Ja, Grund Nummer 3 ist die attraktive Ausbildungsvergütung. Es ist absolut kein Geheimnis, dass man während der Altenpflegeausbildung nicht schlecht verdient. Also wenn man das mal mit anderen Ausbildungsplätzen vergleicht, da ist die Altenpflege schon relativ gut dabei. Also es staffelt sich ja auch, es sind ja 3 Jahre und selbst im ersten Lehrjahr, denke ich, ist das ein richtig attraktives Gehalt, was man da bekommt. Und entsprechend den Schichtzulagen ist natürlich auch ein Mehrverdienst drin. Ja? Also das heißt, du kannst trotz deiner Regelvergütung, also dem Ausbildungsgehalt, trotzdem noch ein Stück mehr verdienen. Und das ist natürlich sehr attraktiv, auf jeden Fall. Grund Nummer 4 ist sinnstiftend. Damit meine ich, dass du einen Beruf erlernst, der dich natürlich erfüllen wird, der sinnbringend ist,
Du wirst Anerkennung und Wertschätzung definitiv genießen. Dementsprechend wirst du auch immer ein gutes Gefühl dabei haben. Ja, und das macht es für mich rundum zu absolut keinen 0815-Job. Ja? Also ich will nicht irgendwie behaupten, dass andere Jobs vielleicht niedriger sind oder ja, schlechter. Das auf keinen Fall, aber mit diesem Job wirst du auf gar keinen Fall 0815-Job erlernen. Auch unter dem Hilfeaspekt, den du bei diesem Beruf sowieso mitbringst, ist das einfach nur genial. Also ein absolut sinnvoller Beruf, den du damit erlernen wirst. Ja, Grund Nummer 5, Beruf mit Zukunft. Also wenn man sich den demografischen Wandel anschaut, steht eins fest, Altenpfleger werden auch in Zukunft immer wieder gesucht. Du wirst also absolut rar auf dem Arbeitsmarkt sein. Du wirst, wenn du die Ausbildung geschafft hast, mit Sicherheit nie wieder arbeitslos. Du wirst tatsächlich überall gesucht und das bringt natürlich auch wieder ein bisschen Mobilität und Flexibilität mit. Ja, also dadurch, dass du überall gesucht wirst, egal ob in Bayern, Thüringen, egal wo, du wirst definitiv gesucht und deswegen ist es ein richtig guter Beruf, auch der zukunftssicher ist. Grund Nummer 6 ist die große Anzahl an Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten. Den Beruf, den du hier erlernst, ist extrem facettenreich. Selbst nach deiner Ausbildung könntest du, das ist zwar eher unlogisch, aber als ganz normale Pflegekraft laufen. Das hatte ich ja vor meiner Ausbildung auch. Also ich war Pflegekraft und selbst da, was man da schon alles mehr machen kann, ist schon extrem stark. Aber das Ding als Fachkraft, als Pflegefachkraft, da geht natürlich schon einiges mehr. Und die Tore, die dir dadurch offen stehen, sind echt gigantisch. Also es ist wirklich viel machbar. Als Pflegefachkraft kannst du natürlich dann dich auch weiterbilden. Du kannst natürlich auch ein Studium machen, ist auch möglich. Was immer gesucht wird, WBLs, PDLs, Heimleiter. Also da gibt es wirklich viel. Aber auch, ich denke da auch an andere Dinge wie QMB, auch in der Beratung, Wundmanagement. Also es gibt enorm viel, wie du dich auch selbst weiterentwickeln kannst, oh ja, und dementsprechend auch aufsteigen kannst in deiner Karriereleiter. Dann kommen wir auch schon zum letzten Grund, Grund Nummer 7, und das ist die Vielzahl an Einsatzbereichen. Also egal ob Pflegeheim, ambulante Pflege, Tagesbetreuung, betreutes Wohnen, im Krankenhaus, auch als beratende Funktion, ich denke da jetzt zum Beispiel auch an den MDK oder die Heimaufsicht, ja, oder gar im Krankenhaus, ich denke da an den geriatrischen Bereich. Also es gibt echt viele Möglichkeiten, wo du gebraucht wirst und wo du natürlich auch als Pflegefachkraft arbeiten kannst. Und dann gibt es noch einen letzten Punkt, das ist sozusagen der Freiberufler bzw. ja, der Selbstständige. Auch das ist extrem im Kommen. Und bringt natürlich auch wieder enorme Vorteile und Nachteile mit sich. Also du siehst, es gibt eine echt große Bandbreite, wo du überall eingesetzt werden kannst. Ja, das war's auch schon. Das waren die 7 Gründe, die für die Pflegeausbildung sprechen. Vor ein paar Jahren stand ich genau wie du auch vor der Entscheidung, habe mir ebenfalls eine Pro- und Kontraliste gemacht. Mache ich die Ausbildung, ja oder nein? Und ja, diese soeben genannten 7 Gründe, die für die Altenpflegeausbildung sprechen, die haben dazu auch beigetragen, dass ich mich auch für die Ausbildung entschieden habe. Und ich kann dir sagen, ich bereue absolut nichts. Also die Ausbildung ist sehr empfehlenswert. Unter anderem auch durch diese 7 Gründe, die ich dir eben genannt habe. Also richtig genial. In der Videobeschreibung habe ich dir auch noch mal ein paar Links mit eingesetzt, die du dir ebenfalls noch mal anschauen kannst. Dort gibt es dann auch noch mal ein paar weitere Informationen, auch zum Thema Altenpflegeausbildung. Ja, das soll es auch erstmal gewesen sein. Wenn du natürlich noch irgendwelche Fragen haben solltest, dann stell die mir einfach in Form eines Kommentars und ich werde dir zeitnah antworten.
Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über deinen Daumen hoch sehr freuen. Du kannst das Video auch gerne teilen. Ja, und wenn du kein weiteres Video von mir verpassen möchtest, dann kann ich dir natürlich nur ans Herz legen, den Godlike News YouTube-Kanal zu abonnieren. Ich sag erstmal ciao und bis zum nächsten Video. Mach's gut!